Ja, erst hatte ich mich natürlich drin, aber dann habe ich gedacht, okay, die Idee war auch so schlecht nicht und man soll sich ja nicht zu ernst nehmen. Teddy de Kloos im Tor, ja, also ich war am Überlegen zwischen, ich musste mich entscheiden zwischen Teddy de Beer und Stefan Kloos. Ich habe mit beiden zusammengespielt und habe mich dann für die Mischform entschieden, ja, also weil beide auf ihre Art besonders sind. Stefan Kloos auch ein super Typ und vielleicht auch sportlich natürlich erfolgreicher, aber Teddy ist einfach eine BVB-Legende, ist auch so menschlich ein total super Typ gewesen. Hat auch hier und da mal einen Ball gehalten, also habe ich mich also für die Doppellösung entschieden. Stefan Reuter, super Typ und hat natürlich unfassbar viel gewonnen. Ich glaube, alles, was es gibt, hat er auch so gewonnen. Und ja, pfeilschnell, netter Kerl, also gab es für mich gar nichts zu überlegen. Jürgen Kohler kam nach mir, glaube ich. Ja, da gilt das Gleiche. Ist sportlich, menschlich, 1A, auch Weltmeister gewesen, bei Top-Verein gespielt, bei Borussia große Zeiten gehabt. Also der musste mit rein für mich. Ja, Mats Hummels gehört für mich eindeutig dazu. Ich glaube, über die Qualitäten brauche ich nichts zu sagen. Weltmeister geworden, hat hier jetzt, ich glaube, 7 Jahre hat er mal BVB gespielt. Ein sehr guter Typ, passt sehr gut her und da, deswegen ist er mit in die Abwehr gelandet. DD, Fanlegende. Toller Spieler, tolle Mentalität, heute immer noch beliebt, also war ganz klar die Nummer 1, Didi. Zorki, ja, was soll ich sagen, Zorki ist der BVB. Ja. Ich glaube, in schwarz-gelber Babybettwäsche hätte ich was sagen, geboren und bis zum heutigen Tage immer noch BVB. Unfassbar viele Spiele, unfassbare Erfolge, unfassbar viele Tore geschossen. Ja, Mr. BVB. Andi Möller, ja. Ja, eigentlich hätte ich Andi nicht reinnehmen dürfen, weil für meine Elf, BVB-Elf, stand fest, der dürfte nie das blau-weiße Trikot getragen haben. Bei Andi musste ich jetzt leider eine Ausnahme machen, ja, weil er hat ja nun wirklich alles gewonnen, glaube ich. Weltmeister, Champions League, Deutsche Meister, Italienische Meister, alle Pokale und so. Also, und zudem auch noch ein netter Kerl. Ich saß in der Kabine neben ihm, wir haben uns ein Zimmer geteilt. Wir haben so manche Anekdötchen zusammen erlebt. Also er gehört definitiv dazu. Ja, Aki Schmidt ist natürlich eine Legende. Also als, ich meine, ich kenne ihn natürlich persönlich auch, aber ich habe ihn natürlich nicht spielen sehen. Aber als ich damals Ende der 80er nach Dortmund kam, wurde mir das ja schon zugetragen immer, ja, was für ein unglaublicher Spieler das ist. Und ich habe ihn ja dann auch kennengelernt und auch schätzen gelernt. Also auch ein toller Mensch. Und ja, also die sportlichen Erfolge, das muss ich ja jetzt vom Hören sagen, habe ich das, müssen auch gewaltig gewesen sein. Also der gehört definitiv auch für mich in die Elf rein. Ja, Lothar Emmerich hat es geschafft. Die linke Klebe, ne? Ja, also unvergessener Stürmer, unfassbare Tore geschossen. Ja, also stellvertretend die beiden für all die anderen Topspieler aus den vergangenen Zeiten. Ja, Robert Lewandowski kam aus dem Nichts praktisch und hat innerhalb von kürzester Zeit auf eine Art und Weise hier Tore geschossen und zu Titeln verholfen. Das war schon sehr bemerkenswert. Also es gab ja eine Reihe von guten Stürmern in Dortmund, muss ich sagen. Aber ich finde, Robert Lewandowski hat gezeigt, dass er schon wirklich ein absoluter Ausnahmespieler ist. Hat er jetzt ja auch bei Bayern auch weiter bewiesen. Und er ist auch in seiner Art eher zurückhaltend und nicht so ein Trommler und so. Deswegen habe ich mich für ihn entschieden. Ja, Schappi und ich, uns hat ja auch was irgendwie verbunden. Das ging ja eigentlich so weit, dass wir haben ja die linke Seite beackert. Ich linker Verteidiger, er kam ja meist über die linke Seite. Also ich konnte praktisch, wenn ich den Ball hatte, die Augen zumachen, den Ball links rausspielen. Schappi war immer am Ball und hat unvorstellbar viele Tore geschossen. Ein ganz ruhiger, zurückhaltender Mensch. Ja, also ganz weit entfernt von den super Torschützen der heutigen Zeit, ja, und da gibt es auch viele witzige Erinnerungen. Also Schappi war zum Beispiel stocksteif. Ich kann mich erinnern an eine Szene, mal, wenn wir im Stehen mit den Fußspitzen auf die Erde sollten, was ja normalerweise kein Problem ist. Schappi schaffte es knapp bis zu den Knien. Ja. Das sind so die dollsten Geschichten. Aber da wundert man sich natürlich, dass einer so unfassbar viele Tore schießt und so viele Gegenspieler verarscht hat. Ja, es war immer nur eine Freude. Mit ihm zusammenzuspielen. Leider im Training war es keine Freude, gegen ihn zu spielen, aber das hat ihn gerade deswegen qualifiziert, natürlich auch in diese Elf zu kommen.